Mir wurde gesagt, du wärst gekommen, um in diesem Hause Seppuku zu begehen. Shiva Motome nannte sich jener Krieger, der keinem Herrn mehr diente. Er kam mit derselben Bitte wie du. Ist mir nicht bekannt. Wünschst du es zu hören? Bestimmt ist es wieder einer von diesen vorgetäuschten Versuchen, Seppuku zu begehen. Jetzt glauben viele der verarmten Samurai, sie bekämen etwas Geld, wenn sie einem Fürsten mit Seppuku drohen. Wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, damit es nicht noch mehr wagen, hier anzuklopfen. Ich möchte euch noch etwas mitteilen. Schurke! Was hast du damit zu tun? Ich kannte den Mann. Wir beide, wir standen uns in Wahrheit sehr nahe. Vater! Könntest du dir vorstellen, Miho zu heiraten? Ich würde mein Leben für sie geben, um sie zu beschützen. Ein Mann hat für seine Frau und sein Kind zu sorgen. Er ließ sich nicht davon abhalten. Doch auch durch die Adern eines Kriegers fließt Blut. Jeder Mann hat seine Ehre. Was ist damit? Wie ihr sehen könnt, ist sie überhaupt nichts wert. Tötet ihn. Gebt mir einen Tag. Nur einen Tag mehr nicht. Ich sehe euch an. Wir beide sind zwei Hälften von einem Ganzen. Ein Krieger ändert niemals seine Meinung.